Yeah, round shades like Ozzy. LA bound with these palm trees, just me and my posse. Risking it all, don't give a fuck if it's costly. Reckless stories ain't foreign, bruh. We steady pouring till we overflow in that glory. So don't stay comfy, bruh. We staying hungry like zombies, bruh. Hallo Freunde, wir sind hier unterwegs zu einem geheimen Ort, zu einem geheimen Projekt, wo jemand Geheimes sich aufhält. Es ist geheimnisvoll ohne Ende. Ihr kennt den Ort vielleicht. Kennst du den Ort hier? Ja, es ist der Hairstylist. Da gehen wir jetzt hin. Wir machen uns die Haare so ein bisschen schön, weil wir beide inzwischen so aussehen. Wir sehen so ein bisschen aus wie Stroh aus, Gold aus Strohspinnen, Meister. Product Placement. Oh, verdammt. Alter. Ja, wir gehen jetzt zu unserem Lieblingsfriseur. Sergeant Rumpel, liebe Freunde. Man sieht es schon. Wir brauchen dringend wieder... Der rasiert uns die Kimme. Ja, wo sind wir denn hier? Ja, wir sind hier in der Zuchtanstalt von Gronkh. Wir wollen jetzt ins Hundegeschäft einsteigen. Ne? Wir wollen uns kreuzen mit Hunderassen. Der Dennis ist bestimmt neidisch. Weil Hunde riechen immer so gut. Also die können so gut riechen. Du schnüffelst auch gerne. Ja. Ja, nee, hier sitze ich schon seit, wir haben jetzt gerade rumgezählt, zwischen Juli und November sitzen wir hier. Und zwar mit einem mal größeren, mal kleineren Team. Inzwischen ist das unser Team. Hallo. Und ja, hier fabrizieren wir, ich weiß gar nicht, was wir jetzt eigentlich sagen. Geheimnisvoll dürfen Geheimnisvolle wir sagen. Geheimnisse. Sachen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was es sein könnte. Ja, was es sein könnte. Und was könnte hier passieren? Boah, was ist das denn eigentlich für ein Riesenbild? Boah, ja, das hat's doch nicht. Mein geiles Cintiq. Ja, mega geil. Mit dem ich arbeite. Das hier ist der Durstlöscher von Gronkh. Der schmeckt mir so gut. Wir haben auch bald einiges zu zeigen. Es wird geil, liebe Freunde. Es wird geil. Mindestens genauso geil wie Lara Croft. Die sind weg. Ja. Du hast immer eine Sache dann dabei. Das war was. Du hast immer nur eine Sache dabei, aber so änderst du dich ja auch immer und ziehst auch immer ein bisschen. Hier ein bisschen kürzer, bitte. Wir wollen ja zum Friseur gehen, eigentlich hier beim Sergeant Rumpel. Ach nee, warte. So läuft das, ne? Soll ich das hier die Frisur kriegen? Aftershave, warte kurz. Hier. Ist von mir abtexturiert. Ja, das war unser Geheimbesuch, ne Rumpi? Ja. Geheim, geheimnisvoll. Willst du nicht mehr drüber reden, ne? Aber vielleicht redest du darüber. Was haben wir gesehen? Red Bull, die Marke für Gewinner. Hey, du bist so ein Tschüss, liebe Freunde, wir hauen jetzt ab. Wir gehen jetzt Der ist voll gekauft, der ist voll LW geworden und wir machen jetzt Urlaub mit der TUI. Ab in den Urlaub. Bis nachher. Ja, hier sind wir jetzt in einem anderen Etablissement und wir haben neue Freunde mitgebracht. Wer ist das denn? Das ist mein Kumpel Lutscher. Also Lutscher ist ein Szenename, der ist Punk. Aber er will nicht gezeigt werden, deswegen hat er der trägt immer eine Kapuze. Lutscher, ne? Wie sieht's aus? Ja, mir geht's ganz gut. Ich würde mal sagen, das Essen hier ist wirklich köstlich. Ich werde gleich Bifteki hier essen. Ist auch bekannt als der Unsichtbare. Hat ein bisschen abgenommen, sieht ein bisschen ungesund aus. Alter Lutscher, setz dich mal gerade hin, Lutscher. Alter, der Lutscher. Alter, der ist besoffen. Der ist einfach besoffen. Alter, komm, machst du nix. Guck mal, kennst du den? Boah, mega geiles Essen hier im leckeren Alpha. Ne, war köstlich, oder? Prost! War richtig gut. Und das ist der Costa. Danke, Costa. Köstliches Essen machst du. Super gut. Hey dog, I heard you got those trees. Wait dog, you can't possibly be even 13. What you doing open this late? Ain't got no older brothers to hold you in place. Saratze. Genau. Ich bin dabei, ich muss immer dabei sein. Genau, der Moos auch am Start. Paul says you're too young to work, but a couple of bucks I put a gun up under your shirt. Coke, weed, junk and speed. Teach me another type of hide and seek. Chemistry, economics, math and business. Already a pimp before high school's finished. Even the rich kids get in the mix. Only difference is them bitches did it for kicks. And we quick to say it's just a game that's dealt. They gave you that rope so you could hang yourself. Because...
bei Danieles Party hier. Macht er dem Rizzo die Haare gerade? Ja, ich bin seine persönliche kleine Massenmännerin. Der Typ ist so hart reich, dass er sich sogar eine eigene Stylistin leisten kann. Wir sind alle heiße, weil wir sehr viel geschrien haben bei dem Take. Warum denn? Warum denn? Also heute gab es den Menstruations-Fight Club. Die Pia, die gerade woanders ist, hat so ein bisschen gefightet. Aber Daniele, jetzt wo wir so unter uns sind, ich muss dir was beichten. Wir haben deine Kamera benutzt und haben so Sachen damit gemacht. Aber du wirst es sehen, wenn du dir die mal anguckst, in einer ruhigen Minute morgen. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Hab schon ein bisschen gearbeitet und jetzt nehme ich mit den Jungs eine Runde GTA Online auf. Hallöchen! Dann geht's auch los wieder zu einem anderen Treffpunkt. Das wird heute noch ein Tag, liebe Freunde. Ja, und der Dennis ist auch da. Nur on Tour, der Kerl. Voll geil, Alter, das ist Kameraception, ne? Kameraception. So ein Wort wie Tweef. Musst du hier in das Display reinkommen. Boah, das ist der Hammer. Oh, ich filme auch seinen. Alter. Wir haben es gemütlich gemacht, neuer Tag, neues Glück. In der Rotlichtecke. Ja, es sieht echt ein bisschen so aus, aber es ist ein super geiler Laden hier. So Kuschelladen. Ja, das ist aber ein super geiler Geheimtipp. Wurde aber neu gemacht. Da. Ja, liebe Freunde, mit dem Rumpel gerade ein bisschen unterwegs hier in der Stadt und das war's von diesem Vlog. Yeah, wir waren gerade lecker essen, ne? War das gut, oder? Guck mal, da zieht man schon ein, zwei Kilo sind mehr drauf. Ja, und das war's für diesen Vlog jetzt hier, für dieses schöne neue Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Vielen Dank, dass ihr so fleißig da mitschaut. Ja, Wetter in Köln wird langsam besser, ab und zu kommt immer mal wieder die Sonne raus, echt geil. Aber ich glaube, es wird noch ein bisschen hindauern, bis der Frühling dann auch wirklich anfängt. Auf jeden Fall gibt es auch noch eine kleine Ankündigung zu machen, ne? Eine mysteriöse Ankündigung. Oh ja, muss ich die jetzt schon machen? Warte, wir machen das ganz glorreich. Denn ich werde... Denn Valentin und ich sind jetzt zusammen. Oh, genau, das große Geheimnis ist gelüftet, das weitere große Geheimnis. Nein, wir sind auf jeden Fall... ab 14. April wahrscheinlich in die USA, in den Vereinigten Staaten von Amerika, düsen wir rüber mit dem Benny und dem Flo, die sind auf jeden Fall am Start und wahrscheinlich noch ein paar andere YouTuber, die uns besuchen kommen werden. Vielleicht. Genau, vielleicht. Genau, und der Grump da hinten auch wahrscheinlich. Ja, das müssen wir noch schauen. Der mit dabei ist aber lustigerweise auf selbe Event ist auch der Simon Unger eingeladen, der Unge spielt. Den kennen ja auch noch alle wahrscheinlich. Und ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich lustig. Wir sind auf jeden Fall ein paar Leute. Wir werden ein bisschen länger da bleiben auch in den USA und dann auch weiter Vlogs drehen. Aber natürlich ist der Gaming-Laptop auch mit am Start. Oh, die Sonne, wie schön das ist einfach nur. Oh, genießen wir einfach Sonnenstrahlen. Und wir wünschen euch noch einen super schönen Tag. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Cool, dass ihr immer dabei seid. Oh, der Rumpel ist umgekippt. Die Sonne, das war zu krass, er ist nämlich ein Vampir.